Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es geht diesmal um den Raptor Brutal. Ja, den wollen wir jetzt, müssen wir jetzt zusammenbauen. Der ist ja als einzelnen Einzelteilen und wir brauchen eine Batterie für die Fernbedienung. Da kommen zwei AA-Batterien rein. Der hat einen eingebauten Akku. Aber erstmal, und hier sind auch noch Schrauben, wir müssen den auch noch zusammensetzen, bevor wir den richtig testen können. So, aber wir nehmen erstmal den Schraubenzieher raus. Der ist super, den werde ich mir auch aufheben für die Fernbedienung, weil so kleine Schraubenzieher habe ich nicht großartig. Na, komm, geh doch. Jetzt aber. Also die ersten zwei Umdrehungen waren echt mühsam. Da ist die Schraube mit rausgeflutscht. So. Bitte schön, Josie, mach mal zwei. Unten. Hier, nimm mit. So. Dann haben wir den Saurier. Den Rumpf. Den Schwanz. Ein Arm. Und noch ein Arm. Oh, die haben aber ordentlich Gewicht, muss ich sagen. So, und das ist Müll. Jetzt muss das befestigt werden. Jetzt gucken wir mal. Der Arm kommt auf jeden Fall... Ach, hier sind die Schrauben. Hier kommen die Schrauben rein. Okay. Der Arm ist schon mal der richtige für diese Seite. Doch, sind's. Ganz hinten. Einmal gucken. Ich habe kleine und große. Bitte gucke nach angefangenen, damit nicht wieder so viel Packungen angefangen sind. So, jetzt machen wir hier den Arm fest. So, immer drauf aufpassen, nach fest kommt ab. Also lassen wir das erstmal so. Der sieht aber wackelig aus. Dass der nur mit einer Schraube festgehalten wird. Wirkt ein bisschen wackelig, muss ich sagen. Ah, hier, jetzt ist er richtig drin gesteckt. Ist der hier auch richtig drin? Ja. Der Arme, der wirkt fester. So, dann machen wir hier zu wieder. So. Also vom Optischen sieht der richtig geil aus, von der Schnauze her und so. Da wird sich die Kleine wirklich riesig freuen. So. Also der Arm ist fester, also wirkt fester. Nee, jetzt wirkt der auch. Jetzt wirkt der auch fest. Naja, okay. So. Dann müssen wir das Schwänzlein befestigen. Wird das auch geschraubt? Nee, das wird gar nicht geschraubt, wird nur eingeklickt. Dankeschön. Ne, hier bleiben. Aber was mit denn hier? Habe ich jetzt hier Zusatzschrauben oder so? Oh, das macht was. Ach, der ist dafür da, dass man den Schwanz wieder abkoppeln kann. Ah, okay. So. Dann werden das hier Ersatzschrauben sein. Weil der Arm kommt, oder die Arme werden nur mit jeweils einer Schraube befestigt. Die sind aber die gleichen Schrauben, wie hier für die Rückbeine, für die Seite, für den Kopf. Das ist alles die gleichen Schrauben. Okay, also sind alles die gleichen Schrauben. Dadurch haben wir dann halt natürlich drei jetzt noch als Ersatz, wenn was ist. Das ist gut. So, jetzt machen wir mal das wieder zu. So. Wo haben wir die Schraube? Da.
Falls ihr im Hintergrund gerade Geräusche hört, nicht wundern. Einmal ist es die PlayStation, die gerade Sachen installiert. Und zum Zweiten ist es die Große, die irgendwas rumfummelt. Was fummelt denn da? Ach, eine Schicht von den Batterien, okay. Kann man die Fernbedienung auch irgendwie ausschalten? Ja, da ist sie. Wo denn? Nein, neben dem Ding. Der soll dazu sein, dass sie aus ist? Ja. Okay. Okay. So, dann würde ich jetzt aber sagen, obwohl, wir lassen mal die Ansicht noch mal kurz von oben, damit man das auch sieht, wie er sich bewegt. Hier mal unten anmachen. Da ist der Kopf. So. Und die Fernbedienung an. So. Ui. Der ist aber schnell. Der ist schnell unterwegs. Ich mache mal ganz am Rand vom Tisch. Ach, und der Kiefer ist rückwärts laufen. So, was haben wir hier? Ach, oben ist gar nichts. Oh, das ist der Demo-Modus. Der Demo-Modus, also da macht er dann irgendwas. Da macht er hier nur so einen Kling-Knick. Seht ihr das? Also wenn er gerade jetzt zum Beispiel auf die Seite gerade läuft. Praktisch der Schwanz macht nach links, unten hier macht nach rechts. Nee, Quatsch, andersrum. Unten macht nach links, das macht nach rechts. Und der Schwanz hat hier so Glieder so, dass er sich halt beim Laufen mitbewegt. Ich mach mal kurz so hoch, damit ihr den Kopf sehen könnt. Ja. Das mal so. So. Und Schwanz. Also macht er halt auch gleich ein Geräusch mit. Und hier unten haben wir dann aus. Also das, wenn man einmal drückt, macht er dann halt so ein Geräusch. Und wenn man gedrückt hält, geht er aus. Ja, jetzt kann ich die Fernbedienung nicht mehr benutzen. Und hier unten, die Klaue, die macht einen Demo-Modus. Dann läuft er einfach. Dann macht er alles. Oh, das war das. Sehr geil. Oh, die Kleine, die wird sich so freuen. Ich switch mal nochmal schnell um von der Grafik her, damit ihr dann auch von vorne sehen könnt. So, jetzt haben wir den hier. Ich mach mal hier hinten hin. So.
Also jetzt mache ich nichts. Also wenn man eine Weile nichts macht, wenn man nicht ausschaltet, dann macht er mal so eine paar Bewegungen, also nach links und nach rechts und gibt so saure Geräusche von sich. Gut drauf? Ja. Ich kann ja noch mal ranzoomen. Hinten hat einen leichten Drall. Aber ist geil. Also ich finde es geil. Ich finde es geil. So, Verbindung weg. Also da wird die Kleine gleich richtig, richtig Spaß nach dem Mittagsschlaf mit haben. Die weiß ja noch nichts. Ich habe ihr noch nichts erzählt. Frauchen hat ihr nichts erzählt. Also sie weiß von gar nichts. Und sie steht total auf Saurier. So, ich werde den aber zur Sicherheit, weil ich weiß, wie sie ist, werden wir den hier zur Sicherheit auch nochmal komplett laden. Ja, wie gesagt, der USB befindet sich an der Unterseite, hier hinten. So, vielleicht mache ich auch noch mal ein paar Videos für Instagram und so. Ah, so, und was ich schön finde, dass er schön lang ist, der Kabel. Also ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Dann können wir den Saurier hier hinstellen. Und dann nehme ich hier einfach mal mein... Na, komm her. So, und stöpsel den hier ein. Bin mal gespannt, ob er dann irgendwie, ach nee, hier unten ist es. Ich habe gedacht, vielleicht leuchten die Augen dann irgendwie oder der Mund blau und rot, wenn er dann voll ist oder so. Aber nee, wir haben hier unten eine rote LED, die leuchtet. Und wenn ihr den jetzt so transportieren wollt, die Arme sind fest dran, da kann jetzt nicht so viel passieren. Aber das Schwänzlein, hier unten ist, wie gesagt, so ein kleiner Knopf, den drückt man, macht das Schwänzlein ab. Ja, das ist halt, hängt jetzt nur an diesen Dingern dran, damit da nichts kaputt gehen kann. So könnt ihr den dann in eine Tasche packen, da wird nicht großartig was passieren. Aber halt denkt dran, dass er das Schwänzlein abbaut, damit ihr da lange Freude dran habt. So. Das soll es jetzt auch zum Dino gewesen sein. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video mit der großen, mit der Kleinen und pixel sie dann weg oder so. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich wünsche euch, erstmal wünsche ich euch was. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.